auf Teufel komm raus, wie hoch auch der Preis, hat man nach nem Vorwand gesucht. Das Recht zu verbiegen, Gesetze zu beugen und Klimaschützer verflucht. Für rechtsfreie Räume hat man selber gesorgt, die sichern den höchsten Profit. Geschmierte Politiker in Aufsichtsräten, die regeln korrupt, was geschieht. Wenn am Hambacher Wald und im Ortsgebiet Bühr Herbe Reul an den Rechtsstrippen zieht, wird im Wald und im Ort zum RWE-Vorteil das Land zum Gefahrengebiet. Wer Gesetze aushebelt, das Recht nicht mehr gilt, weil es RWE gerade so passt. Der erfüllt jeden Anspruch auf Wahrung von Recht und Ordnung nicht einmal fast. Mit Vorsatz und Absicht ließ man sich beraten, wie kriegt man Recht rechts rumgedreht. Um laut zu behaupten, man sei ja im Recht, auch wenn im Gesetz nichts davon steht. Wenn am Hambacher Wald und im Ortsgebiet Bühr Herbe Treul an den Rechtsstrippen zieht, wird im Wald und im Ort zum RWE-Vorteil das Land zum Gefahrengebiet. Gutachten hat man in Auftrag gegeben, wie wiegt man das Recht nach Bedarf? Gibt's Paragraphen, die alles erlauben, sogar das, was man doch gar nicht darf? So macht der Minister das Recht sich geschmeidig, bis es dazu passt, was er verlangt. Und er befiehlt Polizeikräfte schneidig und das Rechtsstaatswunder entspannt. Denn am Hambacher Wald und im Ortsgebiet Bühr Herbe Treul an den Rechtsschlippen zieht, wird im Wald und im Ort zum RWE-Vorteil das Land zum Gefahrengebiet. Das ist immer so, wenn ein korrupter Minister das Recht sich nach Gutdünken biegt, der damit für jeden erkennbar beweist, dass ihm am Recht gar nichts liegt. Ein Innenminister verantwortlich ist er, dass er dem Recht Geltung verschafft. Sitzt im Amt dann ein Mann, dem man nicht glauben kann, gehört der vielleicht schon in Haft. Wenn am Hambacher Wald und im Ortsgebiet Bühr Herbe Treul an den Rechtsstrippen zieht,